Mahlzeit Leute, willkommen zum neuen Video. Wir haben heute schöne minus 11 Grad. Es ist richtig knackig draußen. Väterchenfrost hat uns jetzt auch erreicht. Mich haben ein paar Leute angeschrieben, wie man eine Eisenpfanne richtig einbrennt. Das möchte ich euch heute zeigen mit der kleinen Jägerpfanne von Stabilotherm. Ich werde euch erklären, was man alles dafür braucht und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und jetzt erstmal das Intro. Zuerst besorgen wir uns ein wenig Feuerholz. Das benötigen wir für unseren Hobokocher. Und dann los geht's. Zum Einbrennen der Pfanne benötigen wir Kartoffelschalen, Salz und ein hoch erhitzbares Öl. Ich nehme hier Rapsöl. Jetzt werde ich erstmal hier die Kartoffeln schälen, dass ich ein paar Kartoffelschalen habe. Und dann geht es schon zum Einbrennen. Wir haben jetzt genug Kartoffelschalen und jetzt geht's zum Einbrennen.
So, der Hobo brennt schön. Jetzt kommen wir zum Einbrennen der Pfanne, so dass sie eine schöne Patina erhält. Zu Hause habe ich die Pfanne schon vorbereitet ein bisschen. Sie wird geliefert mit einer Wachsschicht bzw. einem Transportschutz, und damit sie nicht rostet. Den habe ich zu Hause schon runtergewaschen mit ein bisschen Fett und lauwarmem Wasser. Und dann kommen wir jetzt zum Einbrennen. Zuerst geben wir einen guten Schluck Öl rein. Und dann geben wir die Kartoffelschalen rein. Jetzt noch ein bisschen Salz. Und dann lassen wir die Kartoffelschalen richtig verbrennen. Wie ihr seht, die Pfanne hat schon eine schöne Patina bekommen. Die Kartoffelschalen sind schon gut verbrannt. Ich brenne die Pfanne jetzt noch ein bisschen weiter ein, und das Ergebnis, wenn es fertig ist, zeige ich euch dann gleich. Wie ihr seht, hat die Pfanne jetzt eine richtig schöne Patina bekommen. Und wie man die Pfanne jetzt richtig reinigt, nach dem Einbrennen bzw. auch nach dem Kochen, zeige ich euch jetzt. Zum Reinigen der Pfanne benutze ich immer einfach einen Schluck Öl. Mache noch ein bisschen Salz dazu, um die ganze Kruste wegzumachen. Brauchen wir auch nicht sparen mit dem Salz. Und dann habe ich immer ein bisschen Küchenpapier dabei und reibe das Ganze schön aus. Das Einbrennen hat mich jetzt ganz schön hungrig gemacht. Jetzt werden wir uns erstmal noch was Schönes brutzeln hier in der neu eingebrannten Pfanne. Thank you.
Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt daran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Video.